Spanien, love it. Guten Morgen Leute, willkommen zu der zweiten Teil unserer Airbro Tour. Ich muss ein bisschen lauter reden, wir befinden uns gerade direkt unter einer Brücke. Heute geht es um irgendwas etwas Besonderes an der Tour hier an der Ebro. Wir haben festgestellt, es gibt sehr, sehr viele Waller unterwegs. Deswegen haben wir unsere härteste Routen genommen, stärkste Routen. 50er Vorfach fischen wir. Etwas größere Snap und Köder. Auch kein riesiger Köder, aber etwas größer. Und wir versuchen heute mit Gummifisch Waller zu fangen. Natürlich würden wir auch Stops zwischendurch machen und immer wieder auf der Zander werfen. Das kann man sich nicht entgehen lassen an der Ebro. Aber grundsätzlich heute wollen wir versuchen, einen Waller auf der Gummifisch zu bekommen. Mit aufs Boot habe ich heute Kevin. Einmal kurz mal rumschwingen und wir sehen den Master himself. Moin Leute. Also ich war mit Kevin ein paar Tage hier unterwegs an der Ebro, die letzten Tagen. Und wie gesagt, das ist natürlich kein Vorführeffekt, aber die letzten Tagen haben wir auf alle Fälle immer Wallen dran gehabt. Teilweise auch gelandet, teilweise verloren. Also schauen wir mal, ob wir heute was ins Boot kriegen. Viel Spaß! Also, wir sind jetzt kurz mal Spot gewechselt. Wir sind jetzt direkt an der Staumauer. Hier ist natürlich immer eine sehr gute Stelle für Waller. Ich angle momentan gerade mit einem großen Sandra, sieht man. Und habe gerade jetzt den ersten Biss bekommen, aber es war ein eindeutiger Tock. Überhaupt nicht diesen Wallerbiss. Es war hat sehr, sehr angefühlt wie ein Zetti. Rausgeholt, der Köder. Und an der Köder hängt der Schuppe vom Zetti. Wie man sieht, das ist ein relativ großer Schuppe. Ich ärgere mich natürlich, weil ich dachte zuerst, es war ein Karpfenschuppe, die hier aufhängt. Aber nein, wir haben die ein bisschen untersucht. Der ist auf jeden Fall vom Zetti. Und so eine große Zetti wird auf jeden Fall raufgehen auf so eine Köder. Also das ist das Gute. Wir haben bis jetzt gar nichts letztendlich zu zeigen. Aber da gibt es auf jeden Fall Hoffnung. Kevin hat auch irgendwas an der Brücke so kurz gespürt. Ja, müssen einfach weitermachen. Was denkst du was? Ja, zettiger. Oh, guck, wow, geiler Zettiger. Kannst du mal die Route ausmachen? Geil, Mann. Geil. Ja. Also Leute, wir haben die Taktik leicht geändert, ja, und entschieden, ein bisschen zu schleppen mit richtig viel Action. Und jetzt wollten wir eigentlich einen Waller schleppen, aber wie gesagt, gibt es auch gute Zettis, die unterwegs sind. So, wie gesagt. Kurz mal geschleppt, Kevin? Ja, auf jeden Fall. Schön Zander dran. Richtig geil, Mann. Guck mal, wie fett der ist, oder? Richtig, richtig schöne Zander. War endlich mal Zeit, dass was passiert. Auf jeden Fall. Erster Fisch heute. Nur geschleppt mit großen Ködern. Ja. Und das auf einem großen Crankbait. Alter, dein Ding hat so viel Druck, der Crankbait, aber vielleicht braucht es, ne? Ja, Power. Ja, nur Power. Kevin! Jo, Petri. Geiles Ding, Mann. Auf jeden Fall cool. Vielleicht jetzt, jetzt passiert ein bisschen was. Ja, jetzt machen wir auf Waller weiter. Richtig geil. Und hoffen noch, was dran geht mit großen Ködern. Komm, komm, komm. Pss, 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 pss. Pss, 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 pss. Miau, komm. Pss, 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 pss. Ich glaube, the camera making a little bit nervous. Möchtest du die Kamera schauen? Pss, pss, pss. Pss, pss, pss.
So Leute, wir haben einen kleinen Fall, ja? Wir müssen einen kleinen Stopp machen. Wir haben eine Katze gehört, während wir gefahren sind am Angel. Hier in der Mitte von absolut nirgendwo, in der Busch, ja. Und sie hat richtig gemiaut. Also es ist wirklich in der Mitte von nirgendwo, ja. Ich schätze, sie ist hier runtergekommen und schätzungsweise kommt nicht mehr hoch. Und du merkst, es hat nicht lange gedauert und sie sitzt sehr zutraulich. Und ich denke schon, dass wir müssen sie mitnehmen und irgendwo absetzen, wo sie einfacher, sage ich mal, klarkommt. Also, wir bewegen uns jetzt in der letzten Stunde sozusagen. Wir haben ungefähr eine Stunde, bis wir das Boot zurückbringen müssen, wieder rein ins Camp. War extrem schwer. Wir haben alles gegeben und jetzt gesagt, okay, die letzte Stunde würden wir ein bisschen ein Mischding machen. Wir nutzen jetzt auch kleinere Ködern. Und ein Walle kann immer noch raufgehen, aber wir wollen jetzt irgendwie einen Fisch fangen. Ein gutes Zander haben wir gehabt, habt ihr gesehen, aber ja, die Gewässer geben natürlich viel mehr her und deswegen versuchen wir jetzt ein paar schnelle Spots anzufischen und schauen mal, ob was geht hier in der letzten Stunde. Neuer Spot, gleich auf Zander probieren und zack, Zetti. Brauchst du Kescher, Kevin? Mhm. Ja, schau mal. Mein Schnur ist im Wasser. Sauber. Sauber! Leute, ich sag dir, gleich wieder an einen Hotspot für Zettis haben wir vor ein paar Tagen rausgefunden. Zack! Tja, irgendwie, wenn die Walle nicht wollen, immerhin die Zettis wollen. Und was für eine? Ja, jetzt haben wir unseren neuen Spot mit Dropshot geangelt, mit ganz kleinen Ködern. Der ist ordentlich eingestiegen. Nachdem wir die ganze Zeit mit kleinen weißen Gummis geangelt haben, haben wir jetzt wirklich mal noch die Kategorie ganz klein, 3-Inch Köder ausgepackt. Und damit lief zuletzt eigentlich immer ganz gut auf Zander hier. Jo, geil, Kevin. Schon wieder was im Boot zu sehen. Ja, auf jeden Fall. War ein harter Tag. Viele, viele schwere Gummis geworfen. Und am Ende doch nochmal belohnt worden. Ja, schön. Schön gut ernährt. Geil, Kevin. Schön wieder einen Fisch zu sehen hier am Boot. Und vor allen Dingen ist echt geil. Wir haben diese Stelle gefunden vor ein paar Tagen. Ziemlich unscheinbare Stelle. Und ja, bringt jeden Tag Zander. Also es echt scheint eine gute Stelle zu sein. So, Leute. So. Der wahrscheinlich letzte Spot für heute. Jetzt hat Juli diesen richtig schönen Barsch auch gefangen. An der gleichen Stelle, wo Kevin gerade den Zetti gehabt hat. Also die Stelle ist echt gut.
nur für mich nicht, aber ist nicht so schlimm. Auf jeden Fall sehen wir auf einen richtig schönen Barsch wieder und einen schönen Zander. Und Julinis, du irgendwie fängst du immer wieder, ha? Huh? Ja, irgendwie schon. Diesen sowie weitere unserer Fänge findet ihr übrigens in der neuen App Alle Angeln. Den Link zum kostenlosen Download findet ihr in der Videobeschreibung. Gut, zurück mit dem Kleinen. Schöne little Maschine, Julini. Vielen Dank. Geil, Mann. Oh yes. Mann, deswegen, ne? Man versucht den ganzen Tag mit einem Gummi in einem scheiß Wels zu fangen. Morgen machen wir... Oh, fuck ab. Fuck. Morgen machen wir Welsangel. Das ist einfach viel geiler so. Ich meine, so fängt man auf, Welse, das ist lustiger. Hm? Ohne wenn man zu hart versucht. Ah, nur nicht heute. Nee, letzten Tagen, jeden Tag haben wir mehrere Welse. Gestern haben wir 5 Welse, Leute. Auf Gummi. Was kann man machen? Ich freue mich natürlich für alle auf dem Boot, dass wir echt gute Fische gefangen haben. Aber ich würde gerne auch was fangen, jetzt langsam. Und ich habe tatsächlich jetzt auch einen Biss bekommen. Und versemmelt. So ist es manchmal. Ich hoffe, dass noch einer kommt. Aber for fuck! Das kann einfach nicht wahr sein, oder? Na, jetzt Hänger natürlich. Nein. So ein Shit. Mann, ey. Immer wieder herrlich. Was erzählen, nee, ich will eigentlich nichts erzählen. Ich habe einen Hänger bekommen, ich habe einen Abriss bekommen und ich wollte eigentlich erzählen, dass sie auch gerade einen Fisch verloren hat. Was soll ich noch mal so erzählen? So, Daniel hat sich auch in Schneiderisch. Wir haben gesagt, es gibt schon echt riesige Zettis hier heute am Start. Haben wir auch gesehen. Ich habe natürlich das Gegenteil beweisen können. Es gibt auch kleine Fritten am Start. Natürlich gibt es auch die auch in der Ebro. Aber Gott sei Dank nicht. Also Schneider in der Ebro ist schon ein bisschen Geschichte. Und Gott sei Dank habe ich das vermeiden können. Oh, Petri. Ja, diese kleine Dropshot. Scheint echt gut zu funktionieren jetzt. So Leute, wir haben alles gegeben, um ein paar Walle raufzukriegen. Leider nicht funktioniert. Immerhin, ihr habt gesehen, es gibt wirklich schöne, tolle Fische hier. Kevin hat echt ein paar gute Fische bekommen heute. Schöne Zander, richtig fett. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Wir haben auch die Katze gerettet. Ja, Kevin, was sagst du? Ja, gestern und vorgestern hatten wir Waller dran auf kleinen Zanderködern. Und wenn wir richtig Waller angeln gehen wollen, dann passiert leider gar nichts. Ganz klar, fast zu erwarten. Leute, morgen versuchen wir das nochmal. Dieses Mal richtig auf Waller, wirklich rausfahren mit den Ködern und den Pellets und alles, bisschen auf Ansitz. Also schalte nochmal ein, wenn das nächste Mal heißt Ebro Tour. Leute, wir fahren relativ schnell, wir müssen in ein paar Minuten wieder da. Tschüss! Wir freuen uns über alle, die wir auf einer der 4 Messen, die wir diesen Winter besuchen, begrüßen zu dürfen. Wir starten die Saison Ende November in Berlin, sind im Februar in Dortmund sowie im österreichischen Wels
und beenden die Messetour am 12.03. in Friedrichshafen. Wir sehen uns auf der Messe, Leute!